Hallo meine Lieben und willkommen auf Herzenswunsch. Heute gibt es ein etwas für mich persönlich besonderes Video. Und zwar habe ich eine Umfrage bei Instagram gestartet, die ist erstaunlich gut gelaufen, erstaunlich viel Resonanz. Und zwar, welche Ängste hattet ihr vor dem zweiten Kind bzw. vor einem weiteren Kind? Was waren eure Gedanken dazu? Und ja, ich möchte mit euch meine Gedanken sowie eure Gedanken mit euch allen hier teilen und würde sagen, los geht's. Ja, wie bin ich eigentlich auf dieses Video gekommen? Ihr könnt euch vielleicht noch an das eine Q&A erinnern. Ich verlinke euch das hier oben mal, wo die Frage kam, wollt ihr noch ein zweites Kind? Gut, diese Frage kommt sehr oft, muss ich sagen. Aber sie kam bei dem Q&A und ich habe sie euch damals nach meinem besten Wissen und Gewissen beantwortet. Damals hatte ich gesagt, ja, wir wollen ein zweites Kind. Aber wir wissen noch nicht, wann das sein wird. Und tatsächlich war das damals einfach auch so. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch nicht überlegt, wann genau wollen wir denn ein zweites Kind haben. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und ja, für alle, die hier neu einschalten, ich bin gerade schwanger. Bin zum Zeitpunkt des Drehs in der 21. Schwangerschaftswoche, heißt im 5. Monat. Ich weiß gar nicht, wann ich das Video jetzt hochlade. Das heißt, das zweite Kind ist jetzt mittlerweile bei uns unterwegs. Wir haben uns also für das zweite Kind entschieden. Nichtsdestotrotz schwirren mir immer noch viele, viele Gedanken im Kopf, auf die ich gleich eingehen werde, die ihr teilweise echt mit mir teilt. Und ich finde das echt krass. Ja, dann habe ich gedacht, ich mache dieses Video, weil ich hatte einen langen Kinderwunsch. Ihr wisst, auf Motti habe ich 3,5 Jahre drauf hingekämpft, hingehofft, hingewartet. Ihr habt mich ja hier teilweise echt begleitet. Das ist wunderschön, dass teilweise so viele so lange dabei sind. Haben wir damals eigentlich immer gesagt, also noch bevor wir Kinder hatten, bevor Motti noch unterwegs war und wir so gekämpft haben, wir möchten unbedingt zwei Kinder. Das war für uns, oh Balu, das war für uns so, wir wollten kein Einzelkind, wir wollten auf jeden Fall zwei Kinder, also mindestens zwei. Ob wir noch weitere Kinder oder so bekommen, steht wirklich noch in den Sternen, das wissen wir nicht. Also das zweite ist erstmal unterwegs, das muss erstmal gesund und munter und alles gut ankommen. Und dann kam Motti und Motti war wirklich kein einfaches Baby, muss ich ganz ehrlich sagen. Motti war ein High-Need-Baby oder Schreikind, wie man das nennt. Und ich hatte wirklich en masse mit Motti zu tun. Zudem ist es ja so, dass ich körperlich alleinerziehend bin im ersten Jahr zumindest. Bis Motti so ja, gelaufen ist mit 1 Jahr und 3 Monaten und teilweise dann selbstständiger war oder teilweise auch auf Befehle gehört hat. Klingt jetzt irgendwie komisch wie bei einem Hund, aber teilweise so, komm mal jetzt mit, ist schon wichtig, wenn man, wie mein Mann jetzt eine körperliche Behinderung hat. Um mit dem Kind vernünftig alleine auch umgehen zu können. Sage ich jetzt ganz ehrlich, ist halt so. Und dann hatte ich die Motti hier und war körperlich mit einem Baby zu versorgen alleine auf mich gestellt. Klar war der Robin noch hier und hat mich seelisch unterstützt, aber ja, was so Dinge angeht wie ein Baby hochheben, Baby durch die Gegend tragen, muss man ganz ehrlich sagen, das kann er nicht, ne? Und ich glaube, das, was viele Mütter kriegen, ist dieser Boom, dieser Schreck, weil einem immer so diese heile Blase vorgegaukelt wird, was sie ja aber nicht ist. Klar sagen viele, ja, Kinder sind anstrengend, aber es ist ja nicht dieses Anstrengende. Also ich finde, Kinder sind nicht unbedingt anstrengend. Ich finde einfach, es ist einfach, dein ganzes Leben krempelt sich um. Es ist viel zu organisieren, viel zu planen. Du musst dich jedes Mal wieder neu umstrukturieren, weil natürlich das Kind immer wieder Neues lernt, immer wieder neue Schlafzeiten hat, neue Wachzeiten, immer wieder anders beschäftigt werden muss. Und das fordert natürlich Eltern ungemein, auf jeden Fall. Und das darf man nicht vergessen, das ist wirklich, das ist das Anstrengende. Nicht, dass Kinder irgendwie böse sind oder sowas, was viel, das ist das Einzige, was irgendwie suggeriert wird. Nee, also es ist das Anstrengende, dass der Alltag einfach ein ganz anderer ist, dass der Alltag wahnsinnig durchstrukturiert und organisiert werden muss. Aber gut, daran wächst man,
wir sind da reingewachsen, aber es war wirklich in der ersten Zeit echt heftig, muss ich sagen. Also gerade mit einem Baby, was viel geschrien hat, was ich hier überhaupt nicht so kommuniziert habe. Ich habe damals ja auch gar nicht so viele Videos gedreht, weil ich da gar nicht zu kam. Ich war natürlich erstmal mit meiner Tochter beschäftigt, natürlich. Nichtsdestotrotz ist sie ein gesundes und waches Kind und ja, also ich glaube, ich kann euch da zu dem Thema Schreibaby nochmal ein Video machen. Wir hatten ja auch einfach Stillprobleme, das habe ich auf Instagram viel mit euch besprochen und so und ja. Das waren einfach so Sachen, die aufeinander kamen, ne? Genau, und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie wird das dann, wenn du ein zweites Kind hast und du hast aber noch ein Kind hier, um das du dich auch kümmern musst. Wie ändert sich dein Ablauf? Kannst du da überhaupt noch so strukturiert planen? Zurzeit haben wir zum Beispiel das Problem, dass Motti trödelt und auch so mit bisschen so mit, ja, so ein bisschen so trotzig trödelt. Dann sag ich, Motti, zieh jetzt bitte deine Schuhe an. Nein, ich will keine Schuhe anziehen. Gut, dann setze ich jetzt, mein einziger Ausweg ist, okay, ich setze dich jetzt ohne Schuhe in den Buggy. Ich will Schuhe anziehen! So, weißt du, dann will sie wieder Schuhe anziehen und dann will sie die Jacke nicht anziehen und dann nehme ich sie einfach ohne Jacke mit raus und dann will sie die Jacke doch anziehen, schmeißt sich dann auf den Boden, also ja, irgendwie einmal Schreikind, immer Schreikind oder so, keine Ahnung. Das sind aber ganz normale Entwicklungsphasen eines Kindes. Das ist ganz normal. Aber trotzdem, ja, bin ich gespannt, wie es laufen wird mit zwei Kindern. Ob ich hier an die Decke laufe oder so. Und wie ich mich dann organisieren und strukturieren werde. Jetzt möchte ich euch einmal eure Gedanken dazu vorlesen und die auch mit meinen Gedanken dazu kommentieren. Hier hat eine Zuschauerin geschrieben, ich habe große Angst vor einer weiteren Hormontherapie, dass ich da nicht die Kraft habe, um mich genügend um mein erstes Kind zu kümmern. Meine Liebe, ich glaube, du weißt jetzt, dass du mir das geschrieben hast. Ich nenne hier keine Namen aus Datenschutzgründen einfach. Ich selber weiß ja, wer es kommentiert hat. Und die Person auch. Also das war auch meine Befürchtung. Davor hatte ich auch Angst. Nochmal diese Kinderwunschtherapie mit Hormonschüben, die man dann hat von den ganzen Hormontherapien. Mit, ja, auch mit den Ergebnissen, mit den negativen Ergebnissen. Ich wurde davon dieses Mal wirklich verschont. Ich finde das immer noch wahnsinnig unglaublich. Würde sich dieses Kind gerade nicht in mir bewegen, würde ich das immer noch nicht glauben, dass ich schwanger bin. Und ich kann diese Sorge absolut nachvollziehen. Besonders wir, PCO und Hashimoto und Frauen, die es ein bisschen schwerer haben und ärztliche Hilfe brauchen. Wir laufen dann viel zu Ärzten mit Kinderwunsch, haben diese Therapien. Und die sind körperlich wie auch seelisch nicht ohne. Und dann haben wir aber noch ein kleines Kind. Vielleicht sogar noch ein Kleinkind, ne? Wie bei mir jetzt die Motti, die jetzt 2,5 ist. Was auch noch viel, viel, viel Arbeit benötigt, ja. Jedes Kind ist viel Arbeit, aber wenn die Kinder größer sind, haben die vielleicht auch etwas mehr Verständnis, wenn es Mama noch nicht so, mal nicht so gut geht. Aber ein Kleinkind kann das vielleicht noch nicht so realisieren oder macht sich zu viel Sorgen um die Mama mit. Auch das war meine Befürchtung. Also ganz ehrlich, das ist auch einer der größten Ängste, die ich hatte. Und das ist auch eine völlig berechtigte Angst, auch vielleicht zu sagen, nee, also ich wage mich den Schritt für ein weiteres Kind nicht oder ich wage mich diesen Schritt erst später. Also kann ich absolut nachvollziehen und das war auch einer meiner größten Ängste, auf jeden Fall. Hier hat jemand geschrieben, ist genauso wie ein Kind, sind halt nur zwei, ja, ganz locker gesehen. Ja, natürlich sind das dann zwei, aber was mir dabei, also wo ich mir Gedanken mache, wie werde ich beiden Kindern so gerecht, zum Beispiel beim Spielen. Ich habe ja dann Motti, die jetzt wo ganz anders ist in ihrem Spiel und in ihren Bedürfnissen, wie jetzt dann das kleine Baby, was ich aber dann auch fördern muss, ne, mit auf dem Bauch liegen und greifen, üben und umdrehen, üben, das habe ich mit Motti. Also ich bin wirklich so eine Strebermutti, würde ich jetzt sagen. Klar,
man lässt die Kinder auch alleine üben, aber die auch darauf achtet, dass die Kinder auch so Spielzeiten haben. Das hatte ich bei Motti auch damals, dass ich dann sie unterstützt habe. Ne? Die Motti, die ist zum Beispiel eine Bauchlage immer zu einer Seite runtergefallen. Ich habe das immer beobachtet und bin dann zum Arzt und rauskam, dass sie eine Verstauchung hatte und deswegen immer zur Seite gefallen ist zum Beispiel. Also solche Sachen, dass ich dann solche Sachen vielleicht einfach übersehe, weil ich dann einfach mit dem großen Kind so beschäftigt bin und dann übersehe, dass dieses kleine Kind noch viel mehr Aufmerksamkeit von mir braucht. Das ist es halt, ne? Dass ich dann einfach zwei Kinder in den zwei unterschiedlichen Entwicklungsstufen habe und die irgendwie unterbringen muss. Da schreibt auch jemand ganz passend dazu, ich hatte damals Riesenangst davor, beiden Kindern nicht genug Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, das ist es halt, das, was ich meine. Vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit für beide. Motti hat jetzt die Aufmerksamkeit von uns Eltern für sich. Nun wird sie sich die mit noch einem Baby teilen müssen. Und da habe ich auch schon riesen Respekt vor. Ich glaube, man wächst zwar mit seinen Aufgaben. Es gibt ja genug Mehrfacheltern hier in Deutschland und in der ganzen Welt. Und die schaffen das ja auch irgendwie. Ja. Aber das ist auch so mein Gedanke, dass ich mir denke, okay, wie wirst du das machen? Wie wirst du beiden super gerecht werden? Und wie wirst du das auch alles unter einem Hut schaffen? Ihre Bedürfnisse, ihre Nähe gleichzeitig zu stellen. Vielleicht ist es noch okay mit zwei Kindern, denke ich mir, dass wir uns das teilweise noch aufteilen. Klar, der Robin, der geht arbeiten, aber der ist ja dann nachmittags auch irgendwann hier und kann dann vielleicht auch mal eine lange Zeit mit Motti spielen, während ich mich um das Baby kümmere. Oder ich werde dann halt einfach meinen Weg finden müssen, wie ich das dann mache, weil Stillen wird wieder sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und so. Und ich werde dann meine Tricks und Kniffs finden müssen. Ich glaube, das muss dann jede Mama irgendwie finden. Jetzt sehe ich gar nicht, das sind gar nicht so viele Antworten. Einige schreiben mir nur Hi. Naja, gut. Aber ich denke, es ist ein kleiner Überblick darüber, was man so als Ängste schüren kann oder Befürchtung. Also diese Befürchtung teile ich absolut mit euch, die ihr da hattet. Und wo ich jetzt auch so ein bisschen noch Befürchtung habe, ist, wenn ich zur Geburt gehe, was ist mit Motti? Also Motti ist nicht gewohnt, irgendwo auswärts zu schlafen. Und das ist jetzt so eine Sache, die wir jetzt regeln müssen, die wir jetzt, die wir jetzt organisieren müssen, dass sie daran gewöhnt wird. Und das ist auch so ein kleiner Herzschmerz für mich. Also ich bin wirklich eine Glucke, ich glucke auf meinen Kindern, ich würde die als Eier ausbrüten, am besten bis sie 18 sind, haben die bei mir zu sein sozusagen. Hätte ich vorher auch nicht von mir gedacht, bevor ich Kinder hatte, dass ich so bin. Aber ja, ich bin so. Ich gebe meine Babys nicht gern aus der Hand. Und so, jetzt war meine Speicherkarte gerade voll. Ja, wo ich stehen geblieben bin. Also ich werde aber nun mal zur Geburt gehen müssen. Die Geburt ist unvorhersehbar und wir werden das jetzt einfach mal regeln müssen. Das ist halt leider so. Und das ist auch etwas, was mir so ein bisschen leid tut, wo ich mir denke, okay, das fällt zu ihren Lasten, aber ja, vielleicht sollte ich mir gar nicht so viel Sorgen darüber machen. Vielleicht machen wir Mamas uns auch so viele Sorgen, aber ich glaube, das Elternsein besteht aus vielen Sorgen. Ja. Meine Lieben, schreibt mir gerne unter dieses Video, was ihr zu diesem Thema denkt. Ob ihr da irgendwelche Befürchtungen habt oder vielleicht habt ihr auch schon mehrere Kinder und diese Befürchtungen haben sich gar nicht bewahrheitet und ihr könnt vielen hier ein bisschen die Angst nehmen, ein bisschen die Befürchtung nehmen, inklusive mir. Ich habe noch, ja jetzt zum Zeitpunkt des Drehs habe ich noch 5 Monate vor mir. Vielleicht könnt ihr mir Befürchtungen nehmen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wann ich das Video jetzt hochlade, aber ja, vielleicht habt ihr da noch ein paar aufmunternde Worte oder vielleicht auch Sorgen. Ich wäre gespannt. Schreibt es mir hier in die Kommentare. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss